Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. Die allerbeste Freundin, der man blind vertraut und die einen ohne Worte versteht, von jetzt auf gleich zu verlieren, das kann sehr schmerzlich sein. So ist es auch Sabrina ergangen. Im Alter von 8 Jahren hat sie ihre beste Freundin Rosalia zum allerletzten Mal gesehen. Seit diesem Tag leidet sie sehr unter der Trennung und hat deswegen auf unserer Bitte-melde-dich-Hotline folgende Nachricht hinterlassen. Hallo, hier ist Sabrina Ulrich. Ich suche eine ehemalige Schulfreundin von mir. Wir sind in die 2. Klasse zusammengegangen und dann mussten die wieder von Deutschland nach Kroatien. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist oder wo sie ist oder wie es ihr geht. Ich habe schon so viel versucht und ich kann die einfach nicht finden. Und ich hoffe einfach, dass sie mir vielleicht helfen können, weil ja, ich vermisse sie einfach so sehr. Ich habe heimlich mit Sabrinas Verlobten Björn Kontakt aufgenommen. Und der hat seine Freundin unter einem Vorwand nach Köln gelockt. Denn ich werde sie heute überraschen. Der Kölner Zoo bei wunderschönem Wetter. Da Sabrina sehr tierlieb ist, war es für ihren Verlobten Björn ein leichtes, sie an diesem Sonntag gemeinsam mit ihrem Sohn Yannick hierher zu locken. Ticket habe ich mir schon besorgt. Muss ich mir nicht anstellen. Dass in Wahrheit eine Überraschung mit Julia der Grund für diesen Familienausflug ist, das ahnt Sabrina natürlich noch nicht. So, wir sind in der Nähe der Giraffen verabredet. Hoffentlich finde ich die jetzt hier. Die Giraffen habe ich schon mal gefunden. Hier sind so viele Leute. Ich glaube, das ist sie. Das habt ihr schon gesehen. Hallo. Hallo, Julia. Hallo, Sabrina. Hallo. Hast du mich gesehen vom Ja. Überrascht? Ja, total. Weißt du, wem du das zu verdanken hast? Das ist mein Verbündeter, der Björn. Danke, dass es so gut geklappt hat. Oh, du bist so am Zittern. Ja. Hallo. Oh, komm mal her. Kann ich gar nicht glauben. Ja? Ja. Freust du dich? Ja, total. Ich bin hier, weil du ja so einen ganz großen Herzenswunsch hast. Ja, ich suche meine Freundin, die Rosalia. Ich habe deine Nachricht bekommen. Ja. Und dann habe ich mich mit deinem Liebsten zusammengetan. Oh Gott. Oh Gott. Alles gut? Ja, alles gut. Jetzt würde ich vorschlagen, wir beenden den Zoobesuch. Ja. Und setzen uns irgendwo zusammen. Okay. Und dann reden wir beide. Alles klar. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Komm mal her. Oh Gott. Sabrina, es gibt jemanden in deinem Leben, den du ganz doll vermisst. Ja, das ist meine ehemalige Schulfreundin und auch beste Freundin, die Rosalia. Die ist irgendwann zurück in ihre Heimat nach Kroatien gegangen? Richtig, genau. Wie alt wart ihr beide denn damals, als ihr getrennt worden seid? 8. Du hast sie wirklich ins Herz geschlossen. Ja, sie ist mir sehr wichtig. Rosalias Familie kommt Anfang der 90er Jahre aufgrund der chaotischen wirtschaftlichen Lage in ihrer kroatischen Heimat nach Deutschland. Als Sabrina 1995 im pfälzischen Waghäusel eingeschult wird, lernen sich die beiden Mädchen kennen und werden innerhalb kürzester Zeit unzertrennlich. Sie war wirklich wie eine Schwester für mich, wie ein Zwilling. Wir haben unsere allererste CD zusammen gekauft im Laden. Da hatte sie damals dann nicht so viel Geld mitbekommen von ihren Eltern. Und dann haben meine Mutter und ich sind wir dann am nächsten Tag noch mal in den Laden rein und haben sie ihr auch noch mal gekauft, dass sie auch hat. Die habe ich auch heute noch und ich höre sie auch manchmal noch an und dann sitze ich da und weine einfach, weil kommen einfach die Erinnerungen wieder hoch. Also obwohl das eine Kinderfreundschaft war, war das so intensiv, dass du heute sagst, niemand hat je diesen Platz eingenommen. Richtig. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der den Platz überhaupt einnehmen könnte. Was würdest du ihr sagen, wenn du sie wieder hättest in deinem Leben? Ich würde sie nie wieder loslassen wollen. Nie wieder. Sie ist immer noch deine beste Freundin. Ja. Zwei
2 Jahre lang sind die beiden ein Herz und eine Seele, verbringen jede freie Minute miteinander. Doch im Sommer 1997 beschließt Rosalias Vater, mit der ganzen Familie zurück in die Heimat zu gehen. An dem Tag, wo es dann soweit war, die Nacht davor durfte sie bei uns schlafen. Und dann sind wir zu denen ans Haus gefahren. Und dann stand da schon dieser große weiße LKW mit den ganzen Sachen drin. Und wir haben uns so fest umklammert, dass irgendwann dann ihre Eltern und meine Eltern gesagt haben, sie muss jetzt gehen. Sie muss jetzt fahren. Und dann kamen sie her und haben uns richtig auseinandergerissen. Und dann sind die losgefahren und ich bin noch hinterhergerannt und habe nach ihr gerufen, Rosalia, bleib hier, geh nicht. Und dann war sie einfach weg. Die Freundinnen sind noch Kinder und denken nicht daran, ihre Adressen auszutauschen. Sie sehen sich nie wieder. Sabrina, ich wusste ja seit deinem Anruf, da hat man das schon ganz deutlich gehört, wie wichtig dir das ist, deine beste Freundin zu finden. Mhm. Und ich habe nach ihr gesucht. Echt? Mhm. Und ich habe sie auch gefunden. Oh Gott. Schön. Und ich habe sie angerufen, sie nach Deutschland eingeladen und sie dann vom Bahnhof abgeholt. Okay. Guck mal da, ja. Köln Hauptbahnhof. Julia möchte Rosalia, die lang vermisste Freundin Sabrinas, in Empfang nehmen. So, wir sind hier an der Information verabredet. Ich müsste gleich herkommen. Hier ist natürlich richtig viel los. Ich hoffe, ich erkenne sie überhaupt gleich. Das könnte sein. Hallo, Rosalia. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Danke, danke. Zurück in Deutschland. Ja, nach 18 Jahren. Ach, wie schön. Ich kann das nicht glauben. Ich freue mich so. Ich auch. Ich nehme deinen Koffer. Danke. Und nehme dich gleich mit. Ja, danke. Gefunden. Sieht immer noch so aus wie früher, nur ein bisschen größer. Ist noch ein bisschen gewachsen. Ja. Oh Gott, ich kann es gar nicht glauben. Ich habe mich dann mit deiner besten Freundin zusammengesetzt und wir haben geredet. Super. Guck mal. Rosalia, du bist mit 8 Jahren aus Deutschland weggegangen. Ja. Und deine beste Freundin aus Kindertagen sucht dich, Sabrina. Ich kann das nicht passen, ich kann das nicht glauben. So viele Jahre sind, dass sie mich nach 18 Jahren sucht. Ich wusste nicht, ob sie mich, vielleicht hat sie mich vergessen. Jetzt weiß ich, dass sie mich nicht vergessen hat. Hat deine Freundin alles richtig gemacht? Ja, das ist sehr schön von ihr. Ich freue mich sehr darüber. Kannst du dich daran erinnern, wie du Sabrina damals kennengelernt hast? Das war der erste Tag in der Schule. Wir waren jeden Tag zusammen. Wir waren die besten Freundinnen. Ich bin immer bei ihr geschlafen gegangen, sie bei mir. Wir am Sommer sind wir immer schwimmen gegangen. Ich konnte nicht schwimmen. Sie konnte schwimmen. Sie konnte in das Großbad gehen, aber sie ist immer mit mir in die Kinderbad gegangen. Das war sehr schön von ihr. Du hast irgendwann erfahren, dass ihr weggeht aus Deutschland. Kannst du dich noch erinnern, wie der Abschied war von Sabrina? Das war am Frühmorgen. Mein Vater hat so ein LKW gekauft, dass wir uns ganz Sachen mitnehmen nach Kroatien. Und wir waren draußen und ich weiß, dass wir sehr geweint haben, weil ich wollte nicht gehen. Und sie wollte auch nicht, dass ich gehe. Das war sehr schwer. Sie Tränen von ihr, von Deutschland, von meinem Zuhause. Das war mein Zuhause. Dass ich jetzt nach Kroatien gehe, wo ich niemanden weiß. Hast du Sabrina sehr vermisst am Anfang in Kroatien? Ja, weil ich könnte die Sprache nicht so gut. Die Mädels da, die Freundinnen, ich konnte mit ihnen nicht so sprechen wie mit Sabrina. Ich habe sehr, sehr geweint. Ich habe mich allein gefühlt und ich habe Sabrina sehr vermisst.
Erzähl mal, wie du heute lebst. Ich lebe jetzt schon 7 Jahre in Split, in Kroatien. Ich bin schon 1 Jahr verheiratet und ich studiere Buchhaltung. Und ich spiele ein bisschen Tennis und das ist mein Leben. Hast du denn noch irgendein Erinnerungsstück an deine Freundin? Ja, ich habe eine Kette, das sie mir gegeben hat, wenn wir nach Kroatien gegangen sind. Da hat sie mir die Kette gegeben. Und da ist ihr Name drauf. Und die hast du immer noch? Ja, ich habe das noch. Das wird sie, glaube ich, sehr freuen. Ja. Hast du ein Bild von euch von früher? Nein. Ich habe dir eins mitgebracht. Ja. Guck mal. Das ist ihr ganz, ganz wichtig. Ja. Ich kann nicht glauben, dass wir das sind. So habe ich sie in meinem Kopf. Sehr, sehr schön. Guck mal, das ist Sabrina jetzt. Siehst du, wie wenn wir klein waren. Sie ist noch wie früher. Ja? Ja, nur jetzt ist sie größer. Könntest du dir vorstellen, dass ihr jetzt wirklich verbunden bleibt? Ja, ich will das. Ich kann nicht erwarten, sie wiederzusehen. Liebe Sabrina, ich bin's, Rosalia. Ich freue mich, dass du mich nach 18 Jahren suchst, dass du mich nicht vergessen hast. Ich habe dich auch nicht vergessen. Ich freue mich, dich wiederzusehen und ich kann es nicht erwarten. Ich bin so glücklich, das ist. Und alles, was man dann jetzt will, ist? Ich will sie einfach in den Arm nehmen. Ja? Sie wartet schon ganz ungeduldig. Und zwar gleich da draußen. Wirklich? Wirklich. Oh Gott. Ich würde dich gern zu deiner besten Freundin bringen. Okay. Dann komm. Gut. 18 Jahre ist es her. Da wurden die Freundinnen als Kinder schmerzvoll auseinandergerissen. Jetzt als Erwachsene sehen sie sich endlich wieder. Sabrina, da draußen wartet deine beste Freundin auf dich. Lass es nie wieder geben, ja. Nein, nie wieder. Ich bin froh, dass ich dich wieder habe. Ich glaube. Du kommst jedes Jahr zu mir, ja, auf das Meer. Ja. Ich kann schwimmen jetzt. Ja. Hier bringe ich noch meinen Verbündeten. Hallo, ich bin Rosa. Dann lernt Rosalia auch Sabrinas Freund Björn und den gemeinsamen Sohn Yannick kennen. So schön, euch beide zu sehen. Ihr seid einfach entzückend, ihr zwei. Wie auf das Bohnenfoto. Nein. Alles, alles, alles Gute für euch. Wir danken dir. Und nie mehr verlieren. Nein. Alles Gute. Tschüss. Sabrina und Rosalia begegnen sich mit der gleichen Lebensfreude und Zuneigung wie vor 18 Jahren. Als Zeichen ihrer ganz großen Freundschaft stellen sie sofort ihr altes Kindheitsfoto nach. Und fast ist es so, als wären sie niemals getrennt worden.